Hallo Peter Eisch. Erstmal danke, dass du zu diesem Interview zugestimmt hast, das Ralf Hasselberg vermittelt hat. Ja, das freut mich natürlich auch, ja, wieder was aus dem Saarland zu hören. Und ja, dann leg mal los und stell mal deine Fragen. Wenn du dir die jetzige Situation beim ersten FCS anschaust, blutet da nicht dein FC-Herz? Ja, das kann man schon so sagen. Also ich verfolge das nach wie vor sehr intensiv und die aktuelle Situation ist schon sehr prekär, muss man wirklich sagen. Jetzt ist ja der Trainer wieder zurückgetreten und ich drücke dem ersten FCS natürlich die Daumen, dass er wirklich noch die Kurve kriegt, aber es wird mit Sicherheit ein sehr schwieriges Unterfangen. Was hältst du persönlich von den vielen Einkäufen von dem ehemaligen Trainer und was muss passieren, dass mit der FCS nicht absteigt? Ja, im Grunde genommen, also die Einkaufspolitik in Saarbrücken, die kann ich natürlich aus der Ferne auch mit beurteilen, weil ich einfach zu weit weg bin. Ich verfolge das Ganze, wie gesagt, aus der Ferne und ist natürlich jetzt auch schade und die Situation ist natürlich sehr prekär aufgrund der Tabellensituation, dass die Einkäufe, die sich der Trainer, der jetzt ja nicht mehr da ist, mit Sicherheit einiges mehr von versprochen hat und natürlich auch die Vereinsführung, die haben sich mit Sicherheit auch viele Gedanken gemacht. Leider greift das Ganze nicht so wie erhofft. Und wie gesagt, die Tabellensituation ist schon sehr prekär und da helfen im Grunde genommen nur noch Punkte. Ja, dass man da, ich sag mal, Anschluss ans Mittelfeld wieder bekommt. Aber die Spiele werden immer weniger. Und die Mannschaft muss sich da wirklich zusammensetzen, zusammenraufen. In der Situation helfen einfach nur die Punkte. Ja. Mhm. Zwei Sätze zum Saar-Derby, das Elversberg gewann. Mhm. Ja, also es ist eine spezielle Situation gewesen. Ja, aber aufgrund der Gesamtsituation hat Elversberg auch, was ich so mitbekommen habe, nicht unverdient gewonnen. Ja, und ist in der Situation auch, macht den gefestigteren Eindruck, wie jetzt Saarbrücken, die mit jedem Gegentor natürlich eine größere Verunsicherung einfach in der Mannschaft haben. Und da helfen nur noch Erfolgserlebnisse. Verfolgst du im Saarland nur den FCS oder auch andere Mannschaften? Nein, also in erster Linie natürlich den ersten FC Saarbrücken und noch bedingt natürlich auch den FC Homburg, wo ich auch viele schöne und erfolgreiche Jahre bestritten hatte. Aber in erster Linie natürlich den ersten FCS und das Herz hängt natürlich immer noch dran, auch was das ganze Umfeld betrifft. Denn dieser Verein gehört einfach für mich zumindest mal in die mindestens zweite Liga. Die Fans, das Fanpotenzial ist enorm. Ja, und im Erfolgsfall, ja, da rennen die Leute dir die Bude ein. Und die Fans und das Umfeld hat das auch verdient, dass die, ich sag mal, oder der Verein auch wieder weiter nach vorne kommt. Und da drücke ich natürlich beide Daumen. Ja, viele Fans fragen sich jetzt, was macht Peter Eisch außerhalb dem Fußball? Ja, also ich habe mich natürlich auch neu orientieren müssen nach dem damaligen Karriereende. Ich wäre natürlich sehr gerne im beim Verein geblieben. War leider nicht möglich gewesen. Hätte dem Verein auch gerne da ein Stück weit weitergeholfen. Aber so ist es manchmal im Leben. Ich habe mich jetzt neu orientiert danach. Bin jetzt an einer Schule tätig als Hausmeister im öffentlichen Dienst.
Und der Beruf macht mir auch sehr viel Freude und auch mit dem Kollegium und so weiter hat man da einen sehr guten Draht. Aber es ist natürlich nach wie vor, ich habe ein Leben lang Sport gemacht und bin da auch nach wie vor sportbegeistert, mache noch vieles für mich und gebe auch in der Ferienzeit und oder in meiner Urlaubszeit auch noch über die Fußballakademie, über den Joachim Trautmann, habe ich da immer noch als Trainer gearbeitet. Und ja, also wenn man da mit dem Leben lang im Grunde genommen verbunden war und auch ist und fußballbegeistert ist, dann fiebert man nach wie vor dann auch mit dem Verein jetzt immer noch ja, immer stark mit. Und wie gesagt, ich drücke dem Verein da wirklich beide Daumen, dass das Ruder nochmal rumgerissen bekommen. Dein ehemaliger Torwartkonkurrent Enver Marina hat eine Torwartschule aufgemacht. Hast du an so etwas auch schon gedacht? Natürlich habe ich damals nach meinem Karriereende auch daran gedacht, eine Fußball- oder eine Torwartschule aufzumachen. Aber da mein Lebensmitte hier in Mannheim ist, wo ich nach wie vor auch wohne, und meine größten Erfolge aber im Grunde genommen im Saarland, also erlebt habe, also mit Homburg und Saarbrücken zusammengerechnet, waren wirklich 15 wunderbare Jahre. Wäre es natürlich einfacher gewesen, Saarland sowas zu eröffnen, da mich die Leute da auch natürlich mehr gekannt hätten. Aber meine Lebensmitte ist eben hier in Mannheim und es gibt natürlich auch viele Ehemalige, die die gleichen Gedanken machen, haben, und davon zu leben ist nicht ganz einfach. Okay, danke für deine Stellungnahme und wir freuen uns jetzt schon darauf, dich vielleicht in absehbarer Zeit wieder zu interviewen. Ja, immer wieder gerne. Also ja, nach wie vor immer wieder ein besonderes Bedürfnis, auch ins Saarland kommen zu dürfen. Weil, wie gesagt, ich habe da 15 wunderbare Jahre erlebt, aber auch tolle Menschen kennengelernt. Und ich komme immer wieder gerne dorthin, was jetzt leider die letzten 2 Jahre mir nicht gelungen ist. Aber ich habe mir jetzt auch für dieses Jahr vorgenommen, da das ein oder andere Mal im Saarland wieder aufzutauchen. Gut, danke, Peter. Okay.